Liebe Schüler und Schülerinnen, hallo und guten Morgen. Wie geht's euch? Heute lernen wir ein neues Thema. Es heißt die Kleidung. Die Kleidung. Was trage ich heute? Was ziehe ich an? Ich ziehe zum Beispiel ein Kleid an, das Hemd an, das T-Shirt. Meine Mutter zieht einen Rock an oder mein Vater zieht den Pulli an. Die Kleidung gleich die Clothes auf Englisch. Zuerst haben wir schon gelernt, bevor, dass wir drei Artikel im Deutschen haben plus die Plural. Der, das, die und die Plural. Wir nehmen heute die Wörter mit dem Artikel der. Alle zusammen: der Schal, der Schal, der Mantel, der Mantel, der Pulli, der Rock, der Rock. Noch einmal: der Schal, der Schal, der Mantel, der Mantel, der Pulli, der Pulli, der Rock, der Rock. Dann kommen die Wörter mit dem Artikel das, das Tuch, das Tuch, das Kleid, das Kleid, das Hemd, das Hemd, das T-Shirt, das T-Shirt. Ja, alle zusammen: der Schal, der Mantel, der Pulli, der Rock, das Tuch, das Kleid, das Hemd, das T-Shirt. Ja? Okay, was ist das? Das ist das Hemd. Super. Und was ist das? Das ist der Schal. Und was ist das? Der Rock. Und was ist das? Das T-Shirt. Und was ist das? Das ist das Kleid. Ja? Alles in Ordnung? Jetzt bitte öffne die Booklets oder die Arbeitsblätter auf Seite 9. Wir haben Hausaufgabe auf Seite 9. Ja, schreiben bitte alle Wörter mit dem Artikel der und das im Booklet auf Seite 9. Und danke schön, tschüss, bis nächstes Mal, inshallah.